Huch. Man sollte nicht gleichzeitig Chat lesen und Auto fahren. Das ist wie mit dem Handy, das funktioniert nicht. Hoppla. Ja, ich habe aber nicht einen Schuss Munition mehr, Mädel. Da seid ihr mal bewusst. So ein Bus hier, ey. Na komm. Er wurde vom Oberkommando zu einem Einsatz hergelegt. Bezüglich der Details. Was ist das denn hier? Da komme ich doch gar nicht rauf mit der Schleuder hier. Was, hübscher Junge? Nee, erstmal steige ich mal aus, Anna. Dieser Clown will unser Wasser, unser Treibstoff und das Transitrennen. Gibt's hier oben was, was ich einsammeln kann? Du kannst mir gleich was zeigen. Na. Wenn mir eine Frau sagt, ich zeig dir mal was, ja. Komm ja schon rein. Habe ich hier eine Werkbank? Sieh dir meine Bude hier an. So viel Luxus hatte ich in Moskau nicht. Trotzdem ist es hier zu heiß. Ich habe das Gefühl, bald zu liegen. Stefan. Alles klar. Keine Werkbank. Siehst du den Kran am Dock? Yep. In der Kabine ist jemand. Das werde ich tun. Ich werde mal eben mein. Naja, es ist nicht wirklich kaputt. Ich werde mich mal eben einleuchten. Ich habe Laster mit Käfigen an so. Okay. Ich denke, das ist der Tower vom Flugplatz. Bin mir aber nicht ganz sicher. Jedenfalls sollte es dort reichlich Ausrüstung geben. Vielleicht ist etwas Nützliches dabei. Hey, du. Ach, ich hab noch die Taschenlampe. Ah, du hast also die Karten. Du und Damir habt gute Arbeit geleistet. Jo. Oh Gott. Gut. Ich beobachte weiter die Bohrtürme. Dann kannst du dein nächstes Ziel aussuchen. Na super. Ich habe aber keine Munition. Ich wünschte, ich könnte endlich den ganzen Sand abwaschen. Hoffentlich verlassen wir die Wüste bald. Das werden wir mal sehen, ob wir das tun. Jetzt gehe ich mal hier rauf. Was war nochmal Fernglas? Fernglas war, glaube ich, B. Ja, genau. Mal kurz hier gucken. Wieder so ein Kränchen. Na, da sind hier... Okay, da könnte man runterrutschen. Aber so an sich sieht alles tot aus. Wahrscheinlich ist oben im Kran ein Safe Room. Wo man dann was aufladen kann. So. Haben wir da noch irgendwas? Da ist eine Kiste. Da ist eine Kiste. Aber die kann ich leider nicht aufmachen. So ein Mist. Ja. Ja. Wie komme ich da lang? Komme ich da nicht runter? Kann ich da nicht runterrutschen? Nee. Wieso kann ich da nicht runterrutschen? Ich könnte da runterrutschen. Ich muss das von da oben machen. Ah, so geht das. Ja. Juhu! So, dann mal weiter gucken. La da di da da.
Sei vorsichtig. Der Scharfschütze scheint kein Amateur zu sein. Ich sehe ihn. Einen Moment. Scheiße. Dann. Uah! Kann ich eventuell das Visier wechseln? Gut, schließen. Okay. Ja, besser. Ja, Luftgewehr hier. Hätte ich nur ein Luftgewehr, dann wäre das gar nicht schwer. Und der Böse hätte auch ein Loch im Schlauch. Hätte ich nur ein Luftgewehr, dann wäre das gar nicht schwer. Komm raus mit deiner hässlichen Visage. Zack. Metallkugel am Kopf hat nur jedem geholfen. Sehr schön. Na 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 na. Ich hab Munition. Schnell mal nachladen. Sammeln. Jetzt habe ich wieder Munition. Ganz viel Munition. Haben wir da noch? Ah, da ist noch, also noch so ein Knabe. So ein Knilch. So ein Würstchen. Okay. Ab in den Kran. La 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 la. Oh, was war das? Oh, habe ich da einen abgeknallt? Schön. Da ist ja noch einer gewesen. Ne, war nur einer. Okay.
Gehen wir mal hier rum. Da ist die Leiter. So. Da liegt ein Fernglas. Ach, die haben alle so gemütliche Buden hier. So. Was haben wir da noch? Aufmachen. Sehr schön. Teile. Da haben wir noch ein Radio. Schön. Aber sie sind gut organisiert. Setze die Beobachtung fort. Herstellen. Einer der Zugtypen fährt mit einem Auto herum. So. Bei genauerem Hinsehen scheint es Sauswagen zu sein. Er ist der Anführer des Postens in den Ruinen. Ich habe versucht, ihn über Funk zu erreichen. Keine Antwort. Das ist verdächtig. Munition. So, was hatten wir denn gerade hier? Scharfschützenmunition. Munition für Scharfschützengewehre. 7,62 x 54 mm Gewehrpatrone. Die vor dem Ersten Weltkrieg entwickelt und während des Zweiten Weltkriegs in Massen produziert wurde. Bei Scharfschützen aus der Zeit nach dem Dritten Weltkrieg sehr beliebt. Werde ich angegriffen? Das geht doch gar nicht. Scharfschützengewehr. Oh, Scheiße. So kriege ich den nie. Na komm, ich muss den doch wohl kriegen hier.
Erstmal hier aufpumpen wieder. So. Ach nee, so komme ich hier nicht weiter. Dann mache ich, verdünnisiere ich mich mal hier. Und weg hier. Juhu! So, Anna, wo bist du? Anna? Wo steckst du? La-da-di. Wo steckt die denn? Na super, ich muss genau andersrum. Okay. Oh, Mist. Ich hab Kabel hängen geblieben. Ja. Ah, ey, das ist echt doof gemacht. Jetzt siehst du so schlecht hier. Jetzt hat sich das Bild verschoben. Das ist hier der Zug. That's the Aurora. Bin drin. Onkel Artyom ist zurück. Platz. Wo soll ich denn Platz nehmen? Komm, nimm Platz, Artyom. Wo soll ich denn Platz nehmen? Ach, da, auf dem Stuhl. Alles klar. Hast du sie? Gute Arbeit, Artyom. Gute Neuigkeiten. Jetzt müssen wir nur noch einen Ausweg von hier finden. Und das ist der schwierige Teil. Wir brauchen Wasser für die Aurora und das Team. Einige leiden bereits an Dehydration und es wird immer schlimmer. Außerdem brauchen wir Treibstoff. Jawohl. Die einheimischen Banditen haben das alles. Ich habe bereits ihren sogenannten Baron kontaktiert, aber seine Bedingungen sind inakzeptabel. Jule hat uns gesagt, wo es Wasser gibt, aber es wird natürlich gut bewacht. Damir hat die Stelle ausgekundschaftet und meint, dass wir sie heimlich infiltrieren können. Also, Artyom, wenn du bereit bist, triffst du dich mit Damir.
Okidoki. Euer Ziel ist es, Wasser zur Aurora zu bringen. Scheitern ist keine Option. Ah, ein wahres Wort. Wir zählen alle auf euch. Jetzt, wie ist das, jetzt macht er auch die... Dankeschön. Sehr schön. Okay. Dann hätte ich gesagt, wir brauchen erstmal wieder ein paar Mumpel. Was hast du herausgefunden, Idiot? Was soll ich sagen? Wir sind definitiv nicht umsonst hergekommen. Da, was du haben wir also denn dafür? Einen Überblick? Oh, Scheiße. Wir haben ein neues Druckluftsystem. Automatisch Druckluftpump, permanent Luftensystem, wenn der Druck zu gering ist. Die Handpumpe kann trotzdem noch genutzt werden. Ja, das montieren wir doch mal eben, ne? Würde ich sagen. Zack. Von wann ist die Karte? Es wäre noch ganz interessant. Hoffen wir, dass die Lage sich seitdem nicht verschlechtert hat. Ah, nee, okay. Welche Karten haben wir? Wie sieht die aus? Die können wir nochmal sauber machen. Westsibirien, den Ural und den europäischen Teil des Landes. Aha, ich verstehe. Wolf, dieses Gewehr, das in der Metro von talentierten Waffenschmieden hergestellt wird, ist extrem genau und leistungsstark. Genau die richtige Waffe, wenn das Ziel weit entfernt ist. Oder jemand hat sich die Karten des Ostens vor uns geschnappt. Der normale Schaden. Wenn das der Fall ist, Taumler. Haben Sie uns aber noch einiges zurückgelassen. Taumler war was? Diese Trommelschrotflinte ist sehr effektiv bei geringen Entfernungen. Auch bei mittleren Entfernungen ist sie noch sehr brauchbar, aber das vollständige Nachladen dauert eine Weile. Der Arsch der Welt dürfte aber auch nicht allzu interessant sein. Nö, das lassen wir so. Dort scheint es sauber zu sein. Gatling. Kein Wunder, nur Steppe. Provisorische MG mit rotierenden Läufen, das ein langes Dauerfeuer ermöglicht. Muss jedoch aufgezogen werden, bevor man damit schießen kann. Da gibt es starken Fallout. Ja. Nach 20 Jahren dürfte er nachgelassen haben, aber ich würde trotzdem nicht lange dort bleiben wollen. Ja, das wird wohl noch etwas dauern. Ja, ich finde das eigentlich schon ganz cool, weil da kommt ja auch ein bisschen was bei rum. Sieh dir diese Bahnstrecke an. Wahrscheinlich werden wir die nehmen, um hier rauszukommen. Schaut, Genauigkeit. Ja, sieht im Moment nach unserem einzigen Ausweg aus. Okay. Und nehmen wir die, Kalasch. Wir sie uns genauestens ansehen. Okay, das heißt, wir machen da einmal so. Was, wenn wir diese Abzweigung nehmen? Ein See, ein Fluss? Die Strahlung ist auch speichern das ganze Ding. Sieht vielversprechend aus. Und jetzt würde ich ganz gerne ein Päuschen einlegen. Wir haben jetzt fast 3 Stunden durch. Würde ganz gerne schnell was essen und dann geht's auch direkt weiter. Ne? Bis gleich, macht's gut.